Zwei Tage lang öffnete die HDI Arena ihre Tore für Besucher und Aussteller der Wirtschaftsmesse Hannover. Der VIP-Bereich bot Platz für intensive Gespräche, erfolgreiche Geschäfte und die ein oder andere Autogrammstunde. Über 120 Aussteller aus Region und Stadt waren in diesem Jahr dabei. Herbert Uttermühlen von der Pro-Hannover-Region, kurz PHR, ist Mitorganisator der regionalen Messe. Die Mischung ist eigentlich eine ganz bunte. Also wir haben den Dienstleister, den Coach, wir haben viele Technikanbieter. Also aus allen Bereichen der Wirtschaft sind hier Aussteller, die ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Und ich habe auch so den Eindruck, aus allen Bereichen dieser Wirtschaft sind Besucher da. Nach der offiziellen Eröffnung erkundeten Regionspräsident Hauke Jagau und die frisch gekürte erste Stadträtin Sabine Tickmeyer-Dette gemeinsam die Messe. Auf ihrem Rundgang, geführt vom PHR-Vorstandsvorsitzenden Bernd Bühmann, nahm sie sich Zeit, die unterschiedlichen Stände zu entdecken. Pro Hannover Region ermöglicht ja, dass diese Messe überhaupt gemacht werden kann. Und insofern haben solche Vereine, in der ja auch viele Wirtschaftsunternehmen zusammengefasst sind und sich engagieren, eben eine tragende Rolle auch für solche Messen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man immer ein bisschen über den Tellerrand schaut, damit man auch für die eigenen Produkte und für die eigenen Angebote sich weiterentwickeln kann. Den Blick über den Tellerrand ermöglichten auch die unterschiedlichen Fachvorträge auf der Messe. Ein Highlight war der Besuch des Manager-Schwergewichts Rainer Kallmuth. Er unterhielt seine Zuschauer mit seinen Erlebnissen rund um die Themen Wirtschaft, Netzwerken und Fußball. Auch die Cocktails in der stylischen Sausalitos Lounge sorgten für gute Stimmung. Und so manche Aussteller hatte ganz besondere Ideen, um Besucher an seinen Stand zu locken. Denn in erster Linie ging es schließlich um Kontakte. Zum Netzwerken gehört natürlich auch dieses Netzwerken auf der Businessmesse dazu. Ich glaube nach wie vor daran, dass die Welt mit persönlichen Kontakten wertvoll ist. Und insofern freuen wir uns natürlich auf den einen oder anderen neuen Kunden oder Kontakt auch. Hier kommt eine ganz andere Klientel her, die auch in diesen Größenordnungen irgendwelche Entscheidungen treffen kann. Und da hoffe ich mir ein bisschen was davon. Natürlich Kundenkontakte, Aufträge und eine gute Presse. Hier geht es auch ein bisschen darum, ein bisschen Spaß zu haben, schöne Gespräche zu führen, informative Kontakte aufzunehmen und neue Anregungen zu kriegen. Neben dem positiven Feedback der Aussteller konnte die Messe einen Besucherrekord verzeichnen. Insgesamt 2500 Fachbesucher, Unternehmer und Entscheider erlebten zwei spannende Messetage. Wir wollen die Region stärken. Und das funktioniert nur dann, wenn die Unternehmen in der Region miteinander Geschäfte machen. Das heißt, schlicht und ergreifend, das Geld muss hier bei uns bleiben. Und dann fließt es aber auch wieder zurück und kommt allen Beteiligten zugute. Und das muss das Ziel sein. Und deswegen sind wir hier angetreten, um hier eine Plattform zu schaffen, wo wir die Basis für Geschäfte legen können. Auch im kommenden Jahr wird die Wirtschaftsmesse für den Mittelstand wieder ein Volltreffer. Die ersten Anmeldungen gibt es schon. Na dann, auf Wiedersehen bei Hannovers größter regionaler Wirtschaftsmesse.